Hallo, ich bin Daniel, einer eurer Bezirksvertreter hier in der Bezirksvertretung Kalk und wir beschäftigen uns heute mit der Frage, warum man nachts seit ein paar Wochen nicht mehr durch die Kölner Arkaden durchgehen kann. Lange Zeit war es ja so, dass man nachts eben auch durch die Kölner Arkaden durchgehen konnte, durch das Gebäude, was darauf beruhte, dass einst festgesetzt worden ist im städtebaulichen Vertrag, dass der V-förmige Baukörper immer öffentliches Wegerecht gewährleisten muss. Andernfalls wäre dieser Bau in dieser Form gar nicht erlaubt worden. In den Sommerferien ist es jetzt leider dazu gekommen, dass die Verwaltung mit den Arkaden einen neuen städtebaulichen Vertrag abgeschlossen hat, der eben genau das widerruft und die Arkaden sind jetzt von spätestens Mitternacht bis morgens um 6 geschlossen, was zahlreiche Probleme mit sich bringt. Die nächtliche Schließung der Arkaden trifft natürlich vor allem Leute, die sowieso schon beruflich bedingt relativ ungünstige Arbeitszeiten haben, sprich Pflegekräfte oder Schichtarbeiter. Und die müssen dann jetzt morgens um 5 nochmal einmal komplett um die Arkaden rumrennen, um ihre Bahn zu erreichen. Das kann eigentlich nicht öffentliches Interesse sein und es ist auf gar keinen Fall Interesse der Grünen. Von daher setzen wir uns dafür ein, dass die Schließung der Arkaden, die nächtliche, dringend wieder zurückgenommen wird, weil die Beschneidung öffentlichen Raumes in dieser Art und Weise eigentlich niemands Interesse sein kann. Unser Interesse ist es auf jeden Fall nicht. Hinter mir seht ihr jetzt den Eingang der Kölner Arkaden und genau da konnte man eben wunderbar, wenn man aus der KVB hochkam, einfach quer durch das Gebäude durchgehen und war schnell in dem Neubaugebiet, in dem immerhin auch einige hundert Wohnungen sind, also auch viele hundert betroffene Menschen, die diesen Weg gerne und häufig genutzt haben, weil es einfach die kürzeste Wegeverbindung ist von der KVB. Es entstehen auch noch weitere Wohnungen, gebaut von der GAG und es ist einfach eine sehr, sehr wichtige Verbindung für das Quartier. Warum das jetzt geschlossen worden ist, ist für uns nicht ganz ersichtlich. Es gibt innen drin Gitter, die man herunterlassen kann. Die Arkaden haben einen Nachtwachtdienst und uns wurde nicht mal mitgeteilt, warum man jetzt diese Zeiten großartig geändert hat und wo jetzt der Bedarf darin lag. Wir wurden einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. So, wir sind jetzt im Bürgerpark hinter den Kölner Arkaden. Der Bürgerpark ist das Zentrum des neu angelegten Wohngebietes auf dem Gebiet der ehemaligen chemischen Fabrik Kalk hier im Kalker Westen. Und wir sind hier, weil wir die Barbara Fuhrmann treffen wollen. Die Barbara ist die Vorsitzende des hiesigen Bürgervereins. Und wir werden Sie jetzt mal zu Ihrer Meinung befragen, was die Schließung angeht. Guten Morgen, Barbara. Schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Wie habt ihr denn von der Schließung erfahren? Guten Morgen, Daniel. Ja, das war so, dass im Sommer verschiedene Nachbarn sich bei mir gemeldet haben, weil sie wissen, dass ich als Vorsitzende vom Quartier Colonia e.V. solche Informationen auch gerne bei mir zusammensammle, dass der Durchgang durch die Köln-Arkaden zeitlich eingeschränkt sei. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit dem damaligen Management der Köln-Arkaden. Das hat zwischenzeitlich gewechselt und erfahren, dass ein neuer städtebaulicher Vertrag geschlossen wurde, den man auch sofort umgesetzt hat und die Durchgangszeiten stark eingeschränkt hat. Wurde euch dann auch gesagt, warum plötzlich ein neuer städtebaulicher Vertrag geschlossen wurde? Nein, diese Information haben wir bisher nicht erhalten. Das ist natürlich durchaus schade, aber wenn ihr jetzt Kontakt hattet zum Management, hat sich die Situation denn verbessert? Ja, es wurde uns die Zusage gemacht, dass man durchaus bereit sei, die Öffnung zumindest in den Morgenstunden wieder auf das vorherige Zeitfenster zurückzusetzen. Das hat auch kurzzeitig geklappt. Ungefähr 2 Wochen lang war es so, dass die Nachbarn, die im Schichtdienst arbeiten, wieder durch die Köln-Arkaden zu ihren Straßen und S-Bahnen gehen konnten. Aber dann war doch wieder die Öffnungszeit geändert, sodass nur noch die Zeiten aus dem neuen Vertrag zum Einsatz kommen. Und man kann vermuten, dass das mit dem Wechsel im Center Management zusammenhängt. Genau wissen tun wir das natürlich nicht. Hat der Verein denn weitere Schritte unternommen oder plant der Verein noch weitere Schritte, um darauf aufmerksam zu machen, dass eben die neuen Schließzeiten nicht so optimal sind? Nun gut, zunächst haben wir natürlich unsere Vereinsmitglieder darüber informiert, damit möglichst wenige noch die frustrierende Erfahrung machen müssen, plötzlich vor verschlossenen Türen zu stehen. Und dann haben wir uns gesagt, wir möchten gerne zeigen, dass nicht nur wir paar Aktivisten vom Verein dieser Meinung sind, sondern dass es ganz viele Anwohner hier hinterm Bürgerpark gibt, die auch mit uns einer Meinung sind. Und wir haben eine Unterschriftensammlung gestartet und inzwischen schon fast 250 Unterschriften gesammelt, was, wie ich finde, in überwältigendem Maße zeigt, dass die Nachbarn
dasselbe Anliegen haben wie wir und auch der Meinung sind, dass die Nachtöffnung der Köln-Arkaden fortbestehen sollte. Super. Vielen Dank, Barbara, für die Zeit, die du genommen hast. Ich wünsche dir noch viel Erfolg damit, hier voranzukommen und auch wieder besseren Kontakt zum Center-Management hinzukriegen. Danke. Wir haben auch noch relativ frisch in der Bezirksvertretung im Jahr 2014 beschlossen, dass die Arkaden definitiv nachts geöffnet bleiben sollen, weil es da schon mal geringfügige Einschränkungen vorher gab. Und man fühlt sich dann schon ein bisschen vorgeführt von der Verwaltung, wenn sowas dann einfach übergangen wird, solche Beschlüsse, und man voll vollendete Tatsachen gestellt wird und in den Sommerferien ohne Zutun der Bezirksvertretung plötzlich städtebauliche Verträge neu abgeschlossen werden und wir eben in keinster Weise eingebunden worden sind und jetzt einfach mit dem Dilemma leben müssen. Das verstehen wir und das verstehen wahrscheinlich auch viele Bürger nicht.